Guten Morgen zusammen aus Koh Samui. Ich bin ja gestern Abend hier rüber gereist mit dem Flugzeug nach Subatani und dann nochmal mit dem Bus zum Pier für 1,5 Stunden und dann 1,5 Stunden mit der Fähre nach Koh Samui rauf und dann nochmal mit dem Bus zum Bungalow-Hotel. Ich bin heute total spät aufgestanden, ich glaube erst um 11, weil ich habe gestern noch mit meinen Eltern geskypt. Das hat länger noch gedauert und dann habe ich gedacht, ich schlafe aus, weil ich habe ja hier kein Frühstück mit inbegriffen, sondern ich genehmige mir gleich einen Schokodrink und einen Erdbeerjoghurt, den ich mir geholt habe gestern. Total cool ist der Security Guide mit dem Motorroller mit mir extra runtergefahren zum Supermarkt, damit ich da einkaufen kann und was habe, weil hier sind für die nächsten 2 Tage die Geschäfte irgendwie soweit alle zu, die Restaurants, weil auf Koh Phangan heute die Full Moon Party ist und Nebensaison und deswegen haben die hier alle geschlossen. Auch sehr geil. Aber ich konnte mich auf jeden Fall eindecken, mir was zu trinken und was zu essen. Ich habe mir gestern so eine Instant-Nudelsuppe gemacht. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das in meiner Ausbildungszeit gemacht, mit heißem Wasser warm gemacht und dann immer mittags so Instant-Sachen gegessen. Ja, auch nicht so geil. Aber was dafür richtig geil ist, das habe ich gestern Abend gar nicht gesehen, ist der Ausblick aus meinem Hotelzimmer. Weil ich muss euch das mal zeigen, weil das ist richtig cool. Ich habe mich richtig gefreut, das zu sehen heute Morgen. Ich finde das voll schön. Und ansonsten werde ich mir heute noch einen Roller mieten für die nächsten 5 Tage. Und werde hier so ein bisschen die Stadt erkunden. Habe ich auch richtig Bock drauf mit dem Roller. Ich nehme euch bestimmt irgendwann mal mit. Ansonsten genieße ich das einfach, aus der Großstadt raus zu sein, keine Großstädte mehr zu haben, sondern einfach auf einer Insel mit Wasser und das macht so Bock. Es macht richtig Bock. Koh Samui ist jetzt auf jeden Fall zu empfehlen, weil auch die Überfahrt hat nur 400 Baht gekostet. Das sind so 10 Euro. Der Minibus hierhin, das waren 150, das waren so 3,50 Euro. Und ich finde, da kann man echt nicht meckern. Und bin deswegen total zufrieden, hier zu sein. Und werde es einfach mega genießen, so Inselleben und so. Und ich bin mal gespannt, wie es mit dem Roller ist. Weil das letzte Mal, als ich einen Roller gefahren habe, habe ich mich damit ja ziemlich auf den Pickel gelegt. Seitdem auch nie wieder Roller gefahren. Ich muss mal gucken. So 2 Räder ist irgendwie nicht so meins, glaube ich. Aber ansonsten auch die Anlage hier richtig cool. Schöner Pool, schön umgeben von Palmen und so. Ich bin einfach total happy, ihr merkt das ja. Ich melde mich jetzt gerade aus dem Hotelzimmer zurück, weil ich die kleine Kamera, die GoPro in billig, vergessen habe mitzunehmen. Die ist auch gar nicht geladen. Und ich halt hier mit mehr Fotos gemacht habe, mit der Kamera zu filmen. Deswegen, ich war mit dem Roller unterwegs, quietschenden Bremsen hier den Berg runter und bin dann erstmal so mit 5 km/h hier rumgetuckert, bis ich mich dann getraut habe, ein bisschen schneller zu fahren. Was dann richtig gut war, die Strecke ist richtig gut. Ich fand das super entspannt. Okay, entspannt nicht, aber ich fand es eigentlich ganz gut, hier ein bisschen rumzufahren. Und bin dann eigentlich immer nur so die Hauptstraße lang, mal zwischendurch kleine Straßen genommen und war, glaube ich, insgesamt über 4 Stunden unterwegs. Hatte aber auch eine Pause gemacht am Lamai Beach, glaube ich. Hab da zu Mittag gegessen und zeig euch einfach mal ein paar Fotos von dem Beach jetzt. Oh.
gerade lecker gegessen. Ihr habt ja ein paar Bilder davon gesehen. Ich hoffe, die sind mal fotografisch ansprechend gemacht. Ich gelatsche jetzt wieder zu meinem Motorbike zurück und mache mich jetzt mal auf den Weg zu dem Market. Vielleicht finde ich den, vielleicht ist der ganz gut. Dann gucke ich da ein bisschen rum und dann fahre ich auch noch wieder ins Hotel zurück, weil es auch schon spät geworden ist. Und ich werde noch Videos schneiden und hochladen. Und ja, sehr cool. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Dann bis später. Zusammen oder gute Nacht eher gesagt. Ich bin jetzt nach ein paar Stunden auf dem Markt wieder in mein Hotelzimmer angekommen. Die Fahrt mit dem Roller war richtig cool. Es macht richtig Spaß hier zu fahren. Ich weiß gar nicht, was einige haben. Okay, man muss vorsichtig sein, aber ich hoffe, mir passiert kein Unfall. Nicht, dass ich nachher sage, hätte ich es mal nicht gesagt. Aber es macht bis jetzt richtig Spaß. Ansonsten, der Markt war total cool. Das kann ich jedem empfehlen. Geht da samstags auf jeden Fall hin zu dem Markt, weil alles nur mit Einheimischen. Die Preise sind richtig gut. Ich habe jetzt einen Gürtel für 100 Baht bekommen, anstatt für 800 im Shopping Center in Bangkok. Und haben mir die Löcher reingemacht, wie ich die brauche. Und so richtig cool. Essen, halt alle Streetfood-Stände. Richtig lecker, voll die große Auswahl. Also es war eigentlich fast nur Essenstände und richtig, richtig lecker. Obwohl der Geschmack halt anders ist, man muss sich dran gewöhnen. Ich habe halt ein Würstchen gegessen und irgendwie eine Wantan-Ummantlung mit irgendwas Undefinierbarem da drin. Ja, okay.
ansonsten halt, also es ist vom Feeling richtig cool. Die Musik, die ist halt schon ein bisschen strange. Man versteht halt auch nicht, dass immer dieses aber es ist halt mal cool, das gesehen zu haben. Heute war also voll der schöne Tag. Kann ich schon mal einen Haken dran machen. Richtig geiler Sonnenuntergang. Vorher nochmal mit ein paar, mit einem englischen Pärchen gequatscht da, die deren Tochter besuchen. Die haben das da auch genossen. Also es ist richtig cool. Vor allem, es sind nicht so viele Leute da, wo halt Nebensaison ist. Und das ist total locker easy. Ist halt zwar nicht alles auf, aber das, was auf ist, ist halt richtig cool. Und so gehe ich. Total begeistert und irgendwie ein bisschen sandig. Merke ich gerade gleich ins Bett. Ich gehe vorher erstmal duschen. Und dann ins Bett. Werde dann morgen den Tag auch genießen am Strand, gehe ich mal von aus. Das heißt, ich lade jetzt noch meine Kamera auf, damit ich morgen die mal mitnehmen kann. Und dann seht ihr vielleicht morgen schon was ganz anderes von Koh Samui. Bis jetzt kann ich die Insel auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr nach Thailand kommt, macht Koh Samui mit. Weil es echt schön. Richtig. Und die Leute sind so süß. Die Kinder, die gucken, so was ist das denn? Und die lachen halt auch alle, wenn man die anguckt und auch lacht und so, dann lachen die auch und dann erklären die einem auch ganz viel. Und gerade so ein paar Kerle, die dann auch vor den Mädels getanzt haben und ich mich da scheckig gelacht habe darüber und dann die es dann erklärt haben, so ja, so tanzen die hier in Thailand und bla bla. Es ist also wirklich schon so Land des Lächelns auf jeden Fall. So fast wie Kambodscha, also mir gefällt sie richtig gut, nicht zu vergleichen mit Hongkong oder Vietnam, wo die halt alle irgendwie ein bisschen komisch waren. Hier mega süß, ohne dass sie einem irgendwas andrehen wollen zu verkaufen, sondern halt viel mit einem reden, wissen wollen oder halt einem gute Tipps geben. Und das ist richtig cool. Mich freut das mega, weil ich gerade total relaxed und gechillt bin und so voll das geile Weltreisefieber habe gerade. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Schmeiß einfach das von heute Mittag, was ich gesagt habe, hier einfach noch dran ans Video. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann! Also würde es mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mit, ich weiß nicht, gibt es da unten so ein Gefällt mir? Könntet ihr gerne anklicken. Oder ihr lasst einfach einen Kommentar und, oder abonniert den Kanal, dann bekommt ihr jedes Mal so tolle Videos. Ansonsten, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann! Ciao!